Ja, vielen Dank. Ich komme gleich mit meiner Kernthese um die Ecke. Ich bin der Meinung, es gibt mehr Gemeinsamkeiten zwischen politischer Jugendbildung und politischer Erwachsenenbildung. Das heißt, für mich sind es nicht zwei Paar Schuhe. Das ist meine Kernaussage. Die zweite Kernaussage bezieht sich auf die Perspektive, mit der man auf diese beiden Fachbereiche schaut. Und das muss man, glaube ich, bei der Diskussion um Gemeinsamkeiten und Unterschiede berücksichtigen. Es gibt nämlich einmal die Perspektive der Teilnehmenden auf die beiden Bereiche. Es gibt die Perspektive der Trägerorganisation der politischen Bildung darauf, die Perspektive der Förderer und die Perspektive der Wissenschaft. Ich möchte im Folgenden kurz erst einmal darlegen, welche Gemeinsamkeiten ich zwischen den beiden Bereichen sehe und werde dann aber eher weniger noch ein paar Punkte zu den Unterschieden sagen. Mein erstes großes Kapitel oder die große Gemeinsamkeit sehe ich in den grundlegenden Ansatzpunkten für die politische Jugend- und Erwachsenenbildung, die aus meiner Sicht mit den Stichworten Alltags- und Lebensweltorientierung für beide Bereiche gelten, Subjektorientierung oder Teilnehmendenorientierung und in der ein oder anderen Ausprägung verbunden sind mit einem emanzipatorischen Bildungsansatz. Das sehe ich als Gemeinsamkeit für beide Bereiche und als ganz zentralen Punkt, auch im Gegensatz zur schulischen politischen Bildung, die Freiwilligkeit der Teilnahme. Weder Jugendliche noch Erwachsene werden in Anführungsstrichen gezwungen teilzunehmen. Sie entscheiden sich als freiwillig, gleich welchen Alters, für eine Veranstaltung der politischen Bildung. Das Zweite, worin ich starke Gemeinsamkeiten sehe zwischen Jugend- und Erwachsenenbildung, sind die Ziele, die beide verfolgen. Nämlich, wo sie die politische Bildung in beiden Bereichen setzt bewusst an den Normen und Werten der Demokratie an und versucht mit der Bildungsarbeit einen wichtigen Baustein darzustellen zur Entwicklung einer politischen Kultur in allen Lebensbereichen der Menschen, ob sie nun Jugendliche sind oder Erwachsene. Und insofern ist politische Bildung in beiden Bereichen so etwas wie ein Übungsfeld zur Einübung von demokratischen Strukturen, Auseinandersetzungsformen. Das verfolgen beide Bereiche mit dem Ziel, jetzt etwas technisch gesprochen, die politische Mündigkeit von Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen und damit verbunden die Teilnahmechancen in der Demokratie von Jugendlichen und Erwachsenen zu stärken. Dafür wird in beiden Bereichen der Ansatz Beutelsbacher Konsens der Kontroversität aufgenommen und in den Angeboten umgesetzt. Das heißt, in dieser Zielsetzung gibt es aus meiner Sicht überhaupt keinen Unterschied zwischen beiden Bereichen, ob man nun mit Menschen arbeitet, die 17 Jahre alt sind oder die 45 Jahre alt sind. Der dritte Punkt, der für mich für die Gemeinsamkeiten spricht, sind die Formate oder andersrum gesagt, in welchen Typen von Veranstaltungen wird eigentlich Jugendbildung und politische Erwachsenenbildung angeboten. Die Klassiker sind jetzt Seminare, Workshops, Bildungsurlaube oder mittlerweile auch Online-Veranstaltungen. Es gibt aber auch Ansätze in der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung der aufsuchenden Bildungsarbeit, die eben nicht mehr in geschlossenen Räumen stattfindet. Es gibt erlebnisorientierte Ansätze. Es gibt das Lernen am authentischen Ort. Das heißt, man geht raus und sucht einen Ort in der Öffentlichkeit, der etwas mit dem Thema zu tun hat. Diese verschiedenen Ansätze sind aus meiner Sicht
vielleicht unabhängig davon, ob man Jugend- oder Erwachsenenbildung macht. Und dazu gehört auch etwas, was für beide Bereiche maßgeblich ist. Die Veranstaltungen werden von haupt- oder nebenamtlichen Mitarbeitenden der politischen Bildung durchgeführt. Häufig haben wir in den Seminaren auch nebenamtlich Tätige, aber auch Hauptamtliche. Der größte Bereich, der für beide Bereiche für mich für die Gemeinsamkeit spricht, sind die Themen. Grundsätzlich sind sowohl in der Jugendbildung als auch in der Erwachsenenbildung alle Themen, die die Menschen im persönlichen und gesellschaftlichen Bereich interessieren, ein Thema der politischen Bildung. Auch das ist weitgehend nicht altersbezogen. Man kann das jetzt, ich habe das im Impulspapier geschrieben, am Beispiel Fake News machen. Man kann das an vielen anderen Themen machen. Der größte Teil der Themen trifft auf alle Altersgruppen zu. Gelegentlich gibt es darin vielleicht altersspezifische, aber bei Themenauswahl ist alles das möglich und gibt es keinen Kanon, der sagt, sind Themen der Jugendbildung und einen anderen Kanon, das sind Themen der Erwachsenenbildung. Dann würde ich gerne einen Punkt auch mit den Gemeinsamkeiten ansprechen, der gerade schon gesagt wurde von der Kollegin Bildstein. Die Träger der politischen Bildung sind häufig auch beides. Natürlich gibt es auch Jugendbildungsstätten, die sich ausschließlich auf die Jugendbildung konzentrieren. In der Mehrheit vertreten die Träger, die Veranstalter aber beide Bereiche, sowohl die Jugendbildung als auch die Erwachsenenbildung und vielleicht, es wurde ja in der Vorstellung gesagt, wir bei Arbeit und Leben darüber hinaus noch Schnittstellen zu anderen Bereichen, nämlich der kulturellen Bildung, der sozialen Bildung oder der berufsorientierenden Bildung. Insofern ist auch im Bereich der Träger sind aus meiner Sicht die Gemeinsamkeiten zwischen politischer Jugendbildung und Erwachsenenbildung eher stärker als die Unterschiede. Das sind für mich die zentralen Punkte, die für die Gemeinsamkeiten sprechen. Also Freiwilligkeit, nochmal zusammenfassend, Freiwilligkeit der Teilnahme mit und Selbstbestimmung im Lernprozess, erfahrungsbezogenes Lernen orientiert an den jeweiligen Alltags- und Lebenserfahrungen und ein Punkt, den ich gerade nicht gesagt habe, für beide Gruppen, ob Jugendliche oder Erwachsene, spielt die Gruppenorientierung, der soziale Faktor der Bildung, der Austausch mit anderen Menschen, das Ganze drumherum, was zu einer Bildungsveranstaltung, das soziale Leben eben auch eine zentrale Rolle. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Jüngeren und Älteren in dem sozialen Aspekt, in dem Gemeinschaftserlebnis. Nächster Punkt ist die Zielsetzung des Prinzips der politischen Mündigkeit und Teilhabe. Das große Themenspektrum und Methodenvielfalt zeichnen auch beide aus und das spiegelt sich in der Landschaft auch wieder. Es gibt aus meiner Sicht aber auch Unterschiede und diese Unterschiede, das ist meine Kernthese, diese Unterschiede werden von außen definiert. Teilnehmende, ich habe das in dem Impulspapier ja auch kurz angerissen, orientieren sich nicht unbedingt danach, ob es sich um eine Veranstaltung der politischen Jugend- oder Erwachsenenbildung handelt. Erstmal haben sie Interesse an einem Thema, am Gruppenerlebnis und suchen dann ein Angebot. Die Zuschreibung, dass es Unterschiede gibt, kommt von außen. Und zwar kommt diese Zuschreibung ganz stark von außen über die Förderprogramme.
Das heißt, die staatliche Finanzierung der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung, dort werden Alterscluster in den Förderprogrammen hergestellt. Ich nehme einmal ein Beispiel, großes Programm der Kinder- und Jugend, der Kinder- und Jugendplan des Bundes, der definiert das Jugendalter bis zum 27. Lebensjahr. Danach ist man dann erwachsen. Das große Erwachsenenbildungsprogramm auf Bundesebene, die Bundeszentrale für politische Bildung, ermöglicht es, in der Erwachsenenbildung schon mit 16-Jährigen zu arbeiten, die in der Logik des Kinder- und Jugendplans aber noch Jugendliche sind und keine Erwachsene. Das heißt, das, was da so historisch gewachsen ist, definiert eigentlich erst diese Unterschiede, die es, glaube ich, im faktischen Interesse der Teilnehmenden nicht gibt. Und da nehme ich noch mal ein drittes Förderprogramm dazu, in dem auch politische Bildung angeboten wird. Das ist der Bundesaltenplan. Der Bundesaltenplan definiert, dass man alt ist, wenn man 55 Jahre alt ist. In dem Programm der Bundeszentrale für politische Bildung kann man aber auch teilnehmen, wenn man 60, 70 oder auch 80 ist, weil dort gibt es gar keine Begrenzung des Erwachsenenseins nach oben. Das heißt, wir haben es, das ist meine Kernthese, die Unterschiede definieren sich aus den Förderprogrammen und der Zuschreibung, wann man jugendlich, wann man erwachsen ist und wann man dann am Ende auch alt ist. Im Zugang für die Menschen spielt das, glaube ich, eine unterschiedliche Rolle. Es gibt für mich als Diskussionspunkt vielleicht noch mal etwas einen Unterschied zu überlegen in der politischen Erwachsenenbildung. Nach der Logik, ich bleibe mal im Förderprogramm Bundeszentrale für politische Bildung, könnten dort Menschen zwischen 60 und 90 16 Jahren und 90 Jahren teilnehmen. Da kann man vielleicht überlegen, ob bestimmte Lernformen sich in der Spanne des Lebens verändern, ob man dort vielleicht spezifische Methoden anwenden muss, kann, glaube ich, punktuell nach meiner Einschätzung sein, ist aber ein nicht zu überbewertender Unterschied, weil die Grundprinzipien der Orientierung an der Lebenswelt der Menschen oder der Teilnehmenden ja gleich bleibt, unabhängig davon, ob man 80 Jahre alt ist oder 18 Jahre alt ist. Einen zweiten Unterschied sehe ich in der Wissenschaft, und zwar nicht, dass die politische Erwachsenenbildung oder Jugendbildung nicht unterschiedlich wissenschaftlich arbeitet, sondern eher darin, dass nach meinem Eindruck mehr geforscht und veröffentlicht ist zur politischen Jugendbildung als zur politischen Erwachsenenbildung. Wir haben, glaube ich, ein Leck darin, nochmal differenziert politische Erwachsenenbildung in den unterschiedlichen Lebensphasen auch zu erforschen. Da gibt es aus meiner Einschätzung mehr Literatur für den Bereich der politischen Jugendbildung. Möglicherweise auch mehr reflektierte Erfahrung über den Methodeneinsatz in der politischen Jugendbildung. Das wäre vielleicht nochmal ein Unterschied, den ich festmachen kann. Im Grunde genommen sind das aber andere Perspektiven auf das Angebot der politischen Jugendbildung und Erwachsenenbildung. Aus der Perspektive der Teilnehmenden sehe ich, wie gesagt, ganz zentrale Gemeinsamkeiten. Und da sehe ich auch einen Ansatzpunkt für die Lobbyarbeit und gleichzeitig auch eine Schwierigkeit, weil wir in der Lobbyarbeit so segmentiert denken. Ich engagiere mich jetzt für die politische Jugendbildung im Kinder- und Jugendplan. Dann hat man immer so
diese Perspektive, weil man möchte, in dem Programm soll es bessere Bedingungen geben. Und in der nächsten Sitzung engagiere ich mich für die politische Erwachsenenbildung. Das ist dieser Förderlogik geschuldet, aber ich glaube, von der Sache her wäre ein Engagement für die ganzen Möglichkeiten der politischen Bildung, unabhängig, ob es Jugendliche, Erwachsene oder ältere Menschen sind, eigentlich viel besser. Das heißt, wir reagieren darauf auch, so wie die Förderprogramme sind. Einen zentralen Moment des Unterschieds zu anderen Bildungssystemen, das möchte ich nochmal sagen, sehe ich in der Freiwilligkeit, der gilt sowohl für Jugendliche als auch Erwachsene, der die Freiwilligkeit der Teilnahme an politischer Bildung ist der zentrale Unterschied zum Beispiel zur schulischen politischen Bildung. Dort gibt es ja auch politische Bildung, dort sind aber jüngere Menschen eben in der Schulpflicht und haben für sich nicht die Möglichkeit zu sagen, ich nehme teil oder ich nehme nicht teil. In der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung ist die Freiwilligkeit ein ganz zentrales Argument, von dem aus sich alle weiteren Aspekte, die ich genannt habe, auch ergeben. Ja, also im Fazit meines Vortrags sage ich, dass ist eigentlich ein Paar Schuhe, insbesondere aus der Perspektive der Teilnehmenden, dass es zwei Paar Schuhe sind, ergibt sich aus Förderlogiken, die sich dann so ein bisschen in der Interessenvertretung auch dazu führen, dass man sich mal für die Jugendbildung und mal für die Erwachsenenbildung stark macht. Vielen Dank fürs Zuhören.